Cup-Spiele sind anders. Ich kann's jetzt. Klingt wie ein Mann mit einer Mission, Hunter. Finde ich gut. FA Cup. Mein Großvater hat den Cup nie geholt. Ich rede mit dem Trainer. Ich verspreche nichts. War's das? Ja. Oh ja. Ja, das ist der Cup, den der Großvater nie geholt hat. Man weiß es, aber ob wir dafür wirklich noch schon bereit sind. So, Paula Fay Coyle. Mr. Alexander muss in die Startelf, da gehört er hin. Das ist ein echter Sieggarant und Siege mag ich. Dann John Cross. Heute geht die lange Reise zum Pokalsieg weiter. Was kann Mr. Alexander uns zeigen? Und Abdul Rahim, nächste Pokalrunde. Hoffentlich zeigt Mr. Alexander noch bessere Leistungen. So, aber wir haben immer noch keinen Hashtag für uns. Schade. So, weiter. Liverpool gegen Stoke City. Dann schauen wir mal, ob wir bestehen gegen Stoke City. Oh, wir dürfen spielen. Das ist doch schon mal sehr schön, dass wir spielen dürfen. Geben wir unser Bestes, würde ich sagen. Okay. Falls es jemand von euch noch nicht wissen sollte, der FA Cup ist kein gewöhnlicher Pokal, sondern eins der ältesten und besten Pokalturniere der Welt. Leidenschaft, Dramatik, Sensationen, Helden, Ruhm, alles dabei. Einige der besten Spieler aller Zeiten haben diese Trophäe gewonnen. Drake, Lofthouse, Estel, George, Hoddle, Cantona, Drogba und Owen. Jeder von ihnen träumte als Kind davon, den Siegtreffer im FA-Cup-Finale zu schießen. Und jeder von ihnen hat sich damit unsterblich gemacht. Wer von euch will auch in die Geschichtsbücher? Ich will Leidenschaft und Einsatz sehen. Aber Kontrolle will ich auch auf dem Platz sehen. Jetzt legt los und holt den Einzug in die nächste Runde. Ei, 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 Sir. Diese Prétendants spielen wir an die Wand. Auf ein Spiel kommt es an, Leben. Auf eins. Auf das hier. Der Ball des Großvaters immer noch dabei. Wenn man bedenkt, diesen Ball hat unser Großvater uns, also Mr. Alexander, in der Kindheit geschenkt. Und jetzt sind wir 29 Jahre alt und stehen bzw. spielen im FA Cup. Herzlich willkommen zum Viertelfinale im FA Cup. Es sind nur noch 8 Mannschaften im Rennen. So langsam dünnt sich das Teilnehmerfeld aus. Ja, und damit werden auch die Leistungsunterschiede zwischen den Teams immer geringer. Es dürfte auch heute ein knappes Spiel werden. Viertelfinale. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Stoke City. Okay. Bin ich mal gespannt. Der erste Auftritt heute also für Alexander im FA Cup, Buschi. Und in diesem Wettbewerb stecken so viele Geschichten. Das ist Tradition pur. Übrigens konnte Hunters Großvater Jim den FA Cup nie gewinnen. Und das, obwohl er sonst so erfolgreich war. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. So. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Jetzt Alexander. Und die Chance. Ja, da hat der Torwart Glück, den hätte er wohl nicht bekommen.
Schade. Kommt, Leute. Gleich auf Anhieb 100%. Alex Hunter. Ich mach mal Druck erzeugt. Er zieht ab. Zwar gegen ganz Druck, richtig. Er hält den Ball fest. Aber wir wollen natürlich genug Druck. Sakho. Emre Can. Das so. Könnte die Chance werden. Hunter! Ja. Guter Schuss und das wäre fast ein Tor geworden. Ich darf nicht mit zu hoch zielen. Meine Herren. Ich ziele immer noch Alex viel Hunters zu hoch. Alex Hunters Großvater Jim hat ja unheimlich viel gewonnen, Buschi, aber den FA Cup nicht. Ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn Alex das irgendwann schafft, würde das auch... Alex Hunter! Ja! Hunter macht das Tor! Das erste Tor ein super im Moment für ihn, da bin ich mir sicher. Erster Auftritt im FA Cup und schon trifft er. Klasse! Ja, das erste FA Cup Tor für uns. Geht doch. Der Abschluss hier perfekt, voll getroffen. So, dann wollen wir mal weitermachen. 10 Minuten hat es gedauert bis zum ersten Treffer. Zack. Alex Hunter. Zack. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Alex Hunter. Er versucht. Doppelpack. Ja, da hat er seinen zweiten Treffer. Doppelpack beim FA Cup Debüt. Der Junge ist gut drauf. Oh ja, das sind wir. Das sind wir sehr. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Na komm, Leute. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Leute, nimmt ihn den Ball ab. Nimmt ihn den Ball ab. Bojan! Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das ein paar nichts Kilometer. Mit dem Treffer. Voll leer. Ja, ich weiß, ich bin gemein. Aber was soll's? Ah. Klasse Technik. Fick dich doch. Wird's jetzt gefährlich? Komm. Nein, jetzt nein. Jetzt die nein. Chance. Oh. Souverän gemacht vom Torwart. Danke. Dann spielen wir halt unten rum. Unten rum. So. Den spielt er gut. Alex Hunter. Jetzt der Schuss. Oh, wenn er jetzt nochmal trifft, dann ist es ein Dreierpack. Hier hat es noch nicht geklappt, aber er wird noch seine Chancen bekommen. Ich meine, mal ein Dreierpack im Debüt von Dings. Anderson. Ist doch mal im Debüt von FA Cup. Alberto Moreno. Legendär, sag ich jetzt mal. Alter. Da passt er auf. Da kann er sich den Ball holen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt hat er den Ball wieder. Oh Mann, lass doch mal den Ball bei mir. Jetzt Sakho. Alex Hunter. Jetzt lass den Drecksball Wijnaldum mal bei mir. Das könnte gefährlich werden. Ah, Foul. Jetzt sind sie am Ball. Das war ein Foul. Shawcross. Leute, das war ein Foul. Ein eindeutiges mit Foul. Mit einem Einwurf. Klein. Alex Hunter. Alter. Sehr gut aufgepasst. Komm. Hopp. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ja. Muss ich auch. Alter. Uncool. Uncool. Echt es uncool. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Komm. Alex Hunter. Alter. Gutes Tackling. Du. Defensiv waren sie gut. Meine Fresse. Geht doch gar nicht. Zack. Kommt schon, Leute. Komm schon. Schönes Tackling und den Ball erobert. Anderson.
Emre Can. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Jetzt vielleicht. Ja. Das ist Tor Nummer 3 für Hunter. Dreierpack. Da spielt er das erste Mal im FA-Cup und legt gleich so einen Auftritt hin. Bam. Wie stark ist das denn? Das ist richtig stark. Das ist legendär. Der ist heute richtig das gut ist legend- drauf, warte eine gut. Überragende Leistung, schon legendär. Sein dritter Treffer. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare der. Angelegenheit. 3:0. Der. Da gewinnt er danke. Den Zweikampf. Puh. Anderson. Buff gelaufen für gibt's euch. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Schießt er ihn rein. Oh, das war knapp. Schade. Schade. Guter schade, Versuch schade, von Alex schade. Hunter. Schade, 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 schade. Das wäre es ja wenigstens geworden. Ey, der ist doch auch rot gekleidet, oder war das orange? Zack. Anderson. Das könnte eine Gelegenheit werden. Zack. 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 Und jetzt die Chance. Der nächste Tortreffer. Der nächste Tortreffer. Noch ein Tor, die Führung damit noch ausgebaut. Noch ein Tor, ja, Alex vor. Noch ein Tor. 4-0 ist ich? Wirklich eindeutig. Warum eine ganz ein einseitige Partie. Hallo? Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Ah, okay. Danke. Gute Aktion. Das war sehr optimistisch. Also die Entfernung war dann doch zu groß. Zur Halbzeit liegen sie vorne in diesem Viertelfinale. Und zwar durchaus doof zurecht, gelaufen. Denn sie waren hier das bessere Team. Es könnte klappen mit dem Halbfinaleinzug. Ja, schön. Sensationell. So. Sensationeller Dreierpack. Super Technik, was für ein eleganter Treffer. Super Technik, diese Direktabnahme hast du toll verwandelt. Ah, ich weiß, Herr Trainer, ich weiß. Storage geht runter, geht jetzt in Wechsel. Der zweite Durchgang in diesem FA Cup Viertelfinale ist angepfiffen. Und wir werden sehen, wer sich hier am Ende durchsetzen kann. Und da gibt es jetzt den Einwurf. Wollscheid. Whelan. Na komm, 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 komm. Anderson. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der. Und jetzt der Schuss. Oh, da trifft er die Latte. Oh, schade. Schuss. Ja, fast noch schade. Ein Tor hier, aber nur fast. Oh, schade, schade, schade. Und? Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Die wechseln aus, okay. Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Alter, renn doch hinterher. Der Gott. Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Meine Herren, den hätte man noch kriegen jetzt können. Alberto Moreno. Nun Lucas Leiva. Und let's go. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Sie scheinen sich den Gegner... Jetzt vielleicht. Ah, schade. Und da kann er klären. Schade, schade, schade. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Emre Can. Wijnaldum. Gut verteidigt hier. Meine Fresse. Komm. Wieder mal hat er es ins Team der Woche geschafft, Alex Hunter. Zum 4. Mal mittlerweile. Was spielt der eigentlich für eine Saison? Das ist natürlich absolut verdient. Oh. Affelei. Anderson. Schön liegen bleiben. Emre Can. Schön weg, schön weg. Wird das eine gut. Torchance? Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Alex Hunter. So. Zack. Lukas Leiva. Zack. Zack. Den Ball spielt er gut. Zack. Zack den! Und da klingelt's im Kasten! Da klingelt's im Kasten! Den entscheidenden
letzten Treffer. Es klingelt schon wieder, also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Der ist schon wieder schon dreimal überfahren worden. 5:0. Der ist nicht mehr unter den Rädern, Coutinho. Der ist schon dreimal überfahren worden. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Zack. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah, scheiße. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Und gutes Stellungsspiel. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt die Chance. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Oh Mann, schade. Na komm. Da tritt er ihn vom Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt Alexander. Jetzt vielleicht. Ah, scheiße. Warum schieße ich eigentlich immer da rüber? Meine Herren. Ich sag doch, ich bin schlecht in Fußball. Und damit rede ich nicht nur über FIFA, sondern allgemein Fußball. Alexander. Bin nämlich auch privat, also in Real Life scheiße. Zack. Er schießt. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Ganz stark abgeblockt. Er versucht's. Einfach und den Schuss drauf. Blockt der Abwehrspieler. Einfach drauf. Das muss ja. Es doch sein. Das ist der Treffer. Reizt da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Reinstes Chaos im Torraum von Dings, vom Gegner. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Okay. 6:0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Ja. Und dreimal dürfte. Boah, kann er ihn stoppen. Alter, voll gegen gerannt. Na komm, 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 komm. Ah, schade. Danke. Alex Hunter. Zack. Jetzt könnte es gefährlich werden. Zack. Und jetzt die Chance. Pfosten, da sieht er schlecht aus. Oh. Das eigene Tor. Scheiße. Ein Tor vom Torwart. So hat er sich das ganz sicher nicht vorgestellt. Der Scheiße. Ball landet im eigenen Tor. Doof gelaufen, hoffentlich, Alter. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. 9 Minuten sind oh. Hier noch zu spielen. Ups, Entschuldigung. Da geht er runter das, und kann den Ball das abwehren. Das wäre noch was, wenn ich das da getroffen hätte. Da war noch einer hatte. Dran, daher Eckstoß. Danke. Hier. Leute. Er ist da und kann den Ball hier klären. Komm schon. Wird das eine Torchance? Da kommt er nee. Raus und hält den Ball. Zack. 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 So, komm schon. Anderson. Coutinho jetzt. Das zieht er ab. Und der Ball geht deutlich drüber. Scheiße. Scheiße. Okay. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Alter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wird nichts. Ihr holt euch nicht noch ein Tor. Er wirft den Ball schnell ein. Anderson. Schluss, aus, das war's in diesem doch sehr einseitigen Spiel. Doch. Mit diesem Sieg ist es nur noch ein Schritt bis zum großen Finale. Ja, und jetzt können Sie sich natürlich freuen, diese Chance bekommt man nicht allzu häufig. Und auch unter die besten 4 zu kommen, ist schon ein toller Erfolg. Was denkst du zum Auftritt von Alexander heute?
eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Natürlich habe ich das alleine. Quasi im Alleintor. Ich finde das so geil. Der Torwart Eigentor erstmal. Geil. Alex Hunters groß. Ja. Weiter geht's. Ja, 7:0. Wir sind so gesehen jetzt im Halbfinale. Das heißt, ein Spiel noch, dann sind es Finale. Und dann, dann sind wir, wenn wir das Finale dann noch gewinnen, dann haben wir den Cup gewonnen, den unser Großvater nicht gewonnen hat. Und das hat schon mal was zu bedeuten. Das hat schon mal sehr viel zu bedeuten. Alter, Weiter. In dem Sinne haben wir ja dem Trainer auch gezeigt, dass wir spielen können. So, Social Media. Mr. Alex Hunter. Wow, 7:0 gegen Stoke. Das war sein Ergebnis. Leopold Janowski. Ich hätte gerne noch ein paar Tore wie das von Mr. Alexander. Harry Kane, Spieler des Tages, Mr. Alexander. Coole Sache. Ich habe seinen Dad noch selber spielen gesehen. Karen Walston, Real Gus Walker ist das Musterbeispiel eines Talents, dem der Ruhm zu Kopf gestiegen, zu Kopf steigt. Eine Schande, wie er mit seinem Ex-Kumpel Mr. Alexander umgeht. Gareth Walker. Liverpool steht in der nächsten FA Cup-Runde. Hoffentlich kriegen wir sie zugelost. Zugelost. Damit ich diesen Schwindler Mr. Alexander bloßstellen kann. Ist klar. Ich habe ihn letztes Mal schon platt gemacht, weißt du. Und er hat nach dem Spiel versucht, dementsprechend seine Fehler einzugestehen. Und was ist? Schwindler. Ist richtig. Dir trete ich nochmal in den Arsch, mein Freund. So, aber ich würde sagen, das war es erstmal soweit für diese Woche mit FIFA 17 The Journey. Ich hoffe, es hat euch so sehr gefallen wie mir. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und würde dann sagen, tschüss, ciao vom Kommentatorenmikrofon, euer Livers Kisan. Tschüss. Wer fehlt uns diesen Moment an?